Als Modefuzzi, der du ja wirklich bist und auch dich selber so nennst, schaust du ja besonders auf Outfits und Aussehen. Was war so das Schlimmste, was du selber mal angehabt hast? Aber ich gehöre wirklich zu denen, die sich völlig überschätzen, wenn sie im Urlaub sind. Wirklich, ich war mal in Gran Canaria auf Urlaub und hab mir ein buntes Cavalli-Shirt gekauft in gelb-grün. Ärmelfrei, ganz stylisiert, ich habe ausgeschaut wie eine Knackwurst drinnen und habe mich aber in dem Urlaub so super gefunden. Da habe ich gedacht, bist du, das schaust echt gut aus, echt passt jetzt das zum super. Zum Würstelstand passt das leider. Das hat heute perfekt gepasst, dann heißt ja.